Herzlich willkommen auf dem JQFPV-Channel. Ja, es ist der erste Trainingstag nach dem DRS-Finale letzte Woche. Alles ist cool, die Sonne scheint, bestes Wetter auf jeden Fall. Gleich kommen Phil und Tobi vorbei, genau. Und dann werden wir heute mal schön eine Flugsession machen. Aber eigentlich soll es eine Review werden von den DRS Cyclones, den neuen T5051C. Ich werde euch meine Meinung sagen, Phil wird euch seine Meinung sagen, er hat sich auch welche gekauft. Die werden ja relativ, was heißt gehypt im Internet? Hype ist ein schwachsinniges Wort. Es ist einfach eine völlig neue Art von Propeller. Die beste Beschreibung, die ich gehört habe, war, das ist, als wenn der DRS Cyclone 5050 mit dem HQ 5043 ein Kind gezeugt hätte. Und genau, das ist der neue Propeller von Cyclone. Ja, schauen wir mal, wie der fliegt. Also bis gleich vom Feld. Ich muss erstmal auspacken. So, also hier ist der Track. Gates, Flags, was man sonst so braucht. Heute mal wieder Outdoor, sehr schön, das Wetter passt auch. So, jetzt fliegt Phil mit den Props. Wollen wir mal gucken. Ich komme mal zurück. Bild? Nee, wegen P. Achso. Also definitiv PID-Tuning muss man neu machen mit dem. So, was sagst du? Das ist auf jeden Fall ein mega schneller Prop, aber ja, sehr schwierig zu tunen. Also Low-End ist okay, ich verstehe, was Julian meint, dass über 50% gar nicht, unter ja, 50% nicht viel geht. Aber da drüber geht er ja weg wie sonst was. Ja, ja, ja. Aber wie weit soll man denn sein P noch runternehmen oder gibt es da irgendein Geheimnis? Keine Ahnung. Also, der Cube ist auf jeden Fall, hat eine Delle bekommen. Ah, das war echt krass, wa? Ich geh mal ganz kurz den Tube aufrichten. Bitte tötet mich nicht! So, also was hast du denn gerade mit deinen PIDs gemacht? Also hast du P schon runtergestellt? Ich denke mal, P muss noch weiter runter. Weniger D kann fast nicht sein, weil er jetzt schon wieder ein bisschen oszilliert, aber... TPA vielleicht? Ich weiß es nicht. Also, nee. Und was würdest du vom allgemeinen Feeling her sagen? Würdest du den Propeller jetzt als deinen neuen Go-To-Prop bezeichnen? Dafür race ich noch zu wenig, aber ich würde sagen, der greift auf jeden Fall noch, eben wie gesagt, ein bisschen besser als die 5046C, 5045C. Aber jetzt versuch mal technischer zu fliegen mit dem Prop. Okay. Und dann wirst du, glaube ich, merken, ich fand es extrem schwer. Ich habe es gerade gemerkt, was du meinst mit Wegmachen. Der sackt ab, oder? Ja, eben erste Kurve und gleich sackt er weg. Keine Ahnung, vielleicht muss man sich daran gewöhnen. Naja, man muss sich auf jeden Fall daran gewöhnen, dass man Low-End irgendwie immer leicht hochpitchen muss, damit er nicht absackt. Ja. Aber kommt drauf an, wie durable er ist jetzt. Also wenn er besser ist als die 46er mit seinem dünnen Blatt und dann nicht wegbricht oder was, dann könnte man die auf jeden Fall als Race nehmen. Aber überzeugt bin ich noch nicht. Ja. Wow. Aber auf jeden Fall mega, also wie soll man sagen, scharf einfach. Du machst, bewegst deinen Daumen und der Discord macht sofort, was du möchtest. Also noch viel mehr als sonst eigentlich, muss man sagen. Also der, in Englisch würde man sagen Point and Shoot, aber da ich zu viele englische Videos gucke, weiß ich nicht, wie man es in Deutsch sagt. Aber PIDs ist natürlich schwer zu sagen, wenn die nicht passen, ob das dann weg wäre oder nicht. So sehe ich das eigentlich auch. Wir müssen mal noch ein bisschen weiter testen. Aber der erste Eindruck ist das auf jeden Fall nicht, dass man sich sofort wohlfühlt mit dem Propeller. Also ist jetzt nicht wie bei anderen Props, die du raufschraubst und alles ist irgendwie wie immer, sondern es ist ein ganz anderes Flugverhalten. PID-Tuning muss man neu machen, man muss sich umstellen. Also nicht einfach der Propeller und definitiv würde ich sagen, nichts für Anfänger. Wobei gut, wenn man nichts anderes kennt, dann ist es vielleicht nicht so eine große Umstellung, kann auch ein Vorteil sein. Ich werde auf jeden Fall weiter berichten zu dem Teil. Also ich bin gerade voll in das Gate eingeparkt, wie man gesehen hat. Und ich muss sagen, kann natürlich auch am Winkel gelegen haben, ich weiß es nicht, aber bis auf hier hat sich es ein bisschen verbogen. Hier sieht noch alles gut aus. Der ist ein bisschen nach unten verbogen, das sieht man auch. Also hier ist es gebogen, an dem Hub quasi. Weiß ich nicht, wie man es jetzt zurückbiegen kann. Joa. Also ist jetzt nicht explodiert der Propeller, wie man es vielleicht vermutet hätte bei dem Material. Und wie gesagt, wenn man den Track besser kennt und schneller fliegt, dann hat man auch nicht das Problem, dass es untenrum so wenig oder so sensibel ist einfach, dass er so absackt.
testen und auch vor allen Dingen PIDs einstellen, genau. Bis zum nächsten Video, bis dahin, ein bisschen Flugmaterial kommt auch noch. Euer JQ, ciao, ciao. Oh,